Er ist ein Symbol für den unermüdlichen Einsatz für unser Südtirol. Ein Kämpfer für unsere Heimat und unsere Freiheit. Seine Stimme hat in den letzten Jahren nicht nur in den Landtag, sondern in die Herzen von Tausenden von Menschen hier in Südtirol hineingefunden. Bei der letzten Landtagswahl haben unglaubliche 30.500 Menschen ihr Vertrauen in die Südtiroler Freiheit gesetzt. Und er, unser Kandidat, hat mit 25.000 Vorzugsstimmen gezeigt, dass er der Mann der Stunde ist. Der drittstärkste Kandidat dieser Wahl, unser Landeshauptmann der Herzen. Er kämpft nicht nur mit Worten, sondern mit Überzeugung, mit Leidenschaft und mit einem klaren Ziel vor Augen. Ein freies, starkes, selbstbestimmtes Südtirol ohne Italien. Lassen Sie uns gemeinsam den Mann begrüßen, der uns Hoffnung gibt und für den so viele ihre Stimme erhoben haben, den unvergleichlichen Sven Knoll. Danke, danke, das ist fast zu viel des Lobes. Na, zunächst einmal, es glaubt gar nicht, was das für eine Freude ist, dort zu stehen und zu sehen, wie viele Leute heute zu unserer Landesversammlung kommen sein und vor allem die ganze Energie, die wir da auch mitnehmen. Die ganze positive Energie, die wir von der Landesversammlung mitnehmen, das gibt uns unglaublich viel. Wir sind jetzt gerade im ganzen Land unterwegs, bei vielen Stammtischen, bei vielen Informationsveranstaltungen. Und es ist wirklich teilweise überwältigend zu sehen, wie stark der Rückhalt aus der Bevölkerung ist, wie viele Menschen sich für die Südtiroler Freiheit, für unsere Themen nicht nur interessieren, sondern sich bereit sind, auch zu engagieren, mitzuarbeiten. Und das ist wirklich ein ganz ein großes Geschenk, das wir da erhalten haben. Ich kann mich noch gut erinnern, vor fast genau einem Jahr sind wir da heroben gestanden. Das war kurz vor der Landtagswahl. Und wir haben alle ein Versprechen abgeben. Wir haben versprochen, wir werden unser Möglichstes geben, um für die Südtiroler Freiheit ein erfolgreiches Wahlergebnis einzufahren. Und ich muss wirklich sagen, unsere Erwartungen sind übertroffen worden. Der Stefan hat es vorher schon in seiner Einleitung gesagt, in der Wahlnacht. Wir waren alle sehr nervös, haben ein bisschen gezittert, wie wird das Wahlergebnis ausgehen. Und so langsam sind die Ergebnisse hereingetrudelt. Und wir haben gesehen, was das für ein unglaublicher Rückenwind ist, den wir da bekommen haben. Aber dieser Rückenwind, der wäre nicht möglich ohne euch alle. Ihr alle seid die Südtiroler Freiheit. Ihr alle habt durch eure Arbeit einen Beitrag dazu geleistet, dass die Südtiroler Freiheit bei den Landtagswahlen 2023 so erfolgreich abschneiden konnte. Das war unser gemeinsamer Erfolg und deswegen ein ganz großes Dankeschön an alle, die im Vordergrund, die im Hintergrund mitgearbeitet haben, mitgelaufen sind, für uns gearbeitet haben, für diesen grandiosen Erfolg. Das ist keine Selbstverständlichkeit und das wissen wir zu schätzen. Weil das ist auch ein ganz großer Auftrag, das ist eine ganz große Verantwortung, die wir jetzt bekommen haben, weil die Wähler haben gezeigt, dass sie eine Veränderung wollen, dass sie mit dieser Politik, wie sie in den letzten Jahren gemacht wurde in Südtirol, nicht einverstanden waren. Diese Veränderung ist am 22. Oktober 2023 gewählt worden und diese Veränderung hat einen Namen getragen. Diese Veränderung heißt Südtiroler Freiheit. Und diesen großen Wahlerfolg haben uns viele nicht zugetraut. Und unsere Gegner haben uns den schon überhaupt nicht gegönnt. Viele Journalisten waren in der Wahlnacht regelrecht schockiert. Man hat ihnen das im Gesicht ansehen können. Sie haben nicht verstehen können, wie die Südtiroler Freiheit so einen Erfolg hat einfahren können. Und warum sie das nicht verstehen konnten, hat einen ganz einfachen Grund, weil sie die Bevölkerung nicht mehr verstehen. Wir haben im Land Politiker und Journalisten, die nicht mehr Politik fürs Volk machen, sondern Politik nach der eigenen Meinung. Die glauben, dass ihre eigene Meinung die einzig richtige Meinung und mehr noch manches Mal die einzig richtige Wahrheit sei. Aber das ist sie eben nicht. Die Wahrheit ist nicht die Wahrheit, die ein Politiker vertritt, sondern die Wahrheit ist die,
die die Bevölkerung vertritt. Und die Bevölkerung hat bei der Landtagswahl ganz klar gesagt, welche Veränderung sie sich für Südtirol wünscht. Bei dieser Wahl wurde der Grundstein für eine neue Politik in Südtirol gelegt. Für ein starkes und für ein freies Südtirol. Weil die Menschen in unserem Land nicht länger tatenlos dabei zuschauen wollten, wie manche Politiker und manche Parteien unser Land vor die Hunde gehen lassen. Wie die Autonomie Stück für Stück ausgehöhlt wird, wie Dinge, die für viele Generationen eine Selbstverständlichkeit waren, weil sie hart erkämpft wurden, heute leichtfertig aufgegeben werden. Wir erleben das im Landtag ganz oft, das Recht auf Gebrauch der Muttersprache, der Hannes hat es schon vorher richtig gesagt, das fordert im Südtiroler Landtag außer uns niemand mehr ein. Das ist für die schon fast eine Selbstverständlichkeit geworden, so nach dem Motto, wir kennen ja alle Italienisch, warum soll man nur Italienisch reden? Als der Hannes im Landtag eine Simultanübersetzung auch für die deutsche Sprache verlangt hat, waren sie erst einmal schockiert, weil sie nicht mehr verstanden haben, dass es eigentlich ein Grundrecht ist, in seiner eigenen Sprache zu sprechen und dass es für viele Minderheiten auf der ganzen Welt keine Selbstverständlichkeit ist, in der eigenen Muttersprache sprechen zu können. Dass das ein hart erkämpftes Recht ist, um das man jeden Tag aufs Neue wieder kämpfen muss. Die Wähler haben gezeigt, dass sie eine neue Kraft in Südtirol wollen. Eine Kraft, die nicht nur redet, sondern auch handelt. Und heute, ein Jahr später, stehen wir hier vor diesem vollen Haus und schauen einerseits auf das Erreichte zurück, aber wir schauen auch nach vorne, weil es liegt viel Arbeit vor uns. Der Weg, den wir begangen haben, der wird bestimmt kein einfacher sein. Das ist kein Sprint, sondern das ist ein Marathon. Und ihr wisst, der Marathon, den gewinnt man nicht auf den ersten Metern, wenn man mal schnell losrennt, sondern den Marathon, den gewinnt man durch Ausdauer. Wenn man den Atem behält, wenn man das Ziel vor Augen behält und wenn man auch am Ziel, kurz vor dem Ziel, noch weitergeht und weiter rennt. Und viele unserer politischen Konkurrenten haben in diesem Jahr sehr schnell den Atem verloren, sind zerstritten, haben sich aufgespalten. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als Südtiroler Freiheit ein Fels in der Brandung sind und mit ganzer Kraft und vor allem auch geeint vorangehen. Und das ist etwas, wofür wir im Landtag von vielen anderen beneidet werden. Wenn Sie uns vier Abgeordnete sehen, wie wir mit ganzer Kraft vorangehen, wie wir unsere ehemaligen Abgeordneten haben, die weiterziehen, wenn Sie sehen, wie wir unter Gudrun über die Grenze hinweg das Leben, von dem wir reden, diese grenzüberschreitende, na mehr noch, diese grenzüberwindende Zusammenarbeit, dann ist das etwas, das viele andere Parteien in Südtirol nicht nur nicht mehr haben, sondern sich nicht einmal mehr vorstellen können. Wir von der Südtiroler Freiheit reden aber nicht nur davon, sondern wir leben dieses geeinte Tirol. Und das ist der Grund, warum wir so erfolgreich sind. Wir haben in diesem Jahr jetzt bereits sehr viel erreicht. Ihr habt es gesehen, dieser Tätigkeitsbericht, der kann sich sehen lassen. Aber damit ist es nicht getan. Die Südtiroler Freiheit ist nicht gekommen, um einmal einen schnellen Wahlsieg einzufahren, um einmal sagen zu können, ja, jetzt haben wir unsere Aufgabe erledigt, jetzt haben wir unsere Mitglieder sozusagen aufgestockt, jetzt haben wir mehr Abgeordnete. Die Südtiroler Freiheit ist mit einem ganz klaren Ziel gegründet worden, dieses Land zu verändern, die Zukunft dieses Landes zu verändern, die Zukunft dieses Landes in eine bessere Richtung zu führen. Und dazu müssen wir stärker werden. Dazu müssen wir noch stärker werden, als wir es jetzt schon sind, weil wir nicht einfach zuschauen dürfen, wie andere unsere Werte und unsere Rechte aufgeben. Südtirol ist in vielen Bereichen in den letzten Jahren verraten worden. Verraten von einer Partei, die viele Jahre behauptet hat, dass sie unsere Interessen vertritt, dass sie die Rechte der deutschen und ladinischen Südtiroler vertritt. Doch wo bleibt dieser Kampf um die Rechte der deutschen und ladinischen Südtiroler heute? Das Recht auf Gebrauch der Muttersprache ist in vielen Bereichen nicht mehr gegeben. Die Autonomie ist in den letzten Jahren immer weiter abgebaut worden. Wir haben letztes Jahr gehört, ja, jetzt soll es eine Wiederherstellung der Autonomie geben. Zuerst hieß es, es sollte Juni sein, dann hieß es, es soll September sein. Jetzt ist es November, dann wird es wahrscheinlich nächstes Jahr werden und dann wird gar nichts draus werden. Und das ist das große Problem, weil wir es nicht mehr mit Idealisten in der Politik zu tun haben, sondern mit Opportunisten, die nur noch auf den eigenen Vorteil bedacht sind, auf den schnellen vielleicht Erfolg, aber nicht mehr das Große im Auge haben, das große Ziel, in welche Richtung sich unser Land entwickeln soll. Und wir haben oft erlebt in den letzten Jahren, wie sich Südtirol vor Rom gebeugt hat, wie es hieß, da kann man nichts machen oder da gibt der Staat die Bestimmungen vor oder da hat Südtirol keine Zuständigkeiten.
Und wir haben letztes Jahr erlebt, wie diese Partei sogar zum Erhalt der eigenen Macht bereit war, mit den Verlierern eine Koalition einzugehen und in diese Koalition auch die neofaschistischen Fratelli d'Italia mit hineinzuholen. Jene Männer und Frauen, die unsere Rechte über Jahrzehnte massiv bekämpft haben. Eine Ministerpräsidentin Meloni, die noch vor einigen Jahren gemeint hat, die Südtiroler, die sich nicht als Italiener fühlen, die sollen über den Brenner hinauswandern. Das sind jetzt die neuen Partner der ehemaligen Volksvertreterpartei der Südtiroler. Und genau darin liegt der Verrat und genau darin liegt die Gefahr. Sie reden zwar immer schön noch von Autonomie, aber was ist das für eine Autonomie, in der wir Südtiroler nicht mehr selber bestimmen können, was das Beste für unser Land ist? Eine Autonomie, in der das letzte Wort immer bei Rom liegt, egal ob es um die Bildung, ob es um die Sicherheit oder um die Gesundheit geht. Wir Südtiroler können mit dieser weltbesten Autonomie inzwischen nicht einmal mehr selber entscheiden, ob wir unsere eigenen Feuerwehrkräfte zum Katastrophenschutz nach Niederösterreich schicken dürfen. Selbst dafür braucht Landeshauptmann Kompatscher inzwischen die Erlaubnis aus Rom. Was ist das noch für eine Freiheit, in der wir nicht mehr selber entscheiden können, was für unser Land wichtig und was für unser Land richtig ist? Das ist keine Autonomie mehr. Das ist Abhängigkeit. Und genau diese Abhängigkeit müssen wir beenden, wenn unser Land noch eine Zukunft haben soll. Die Südtiroler Freiheit steht für eine Zukunft, in der wir Südtiroler wieder selber entscheiden können. Weil wir Südtiroler selber am besten wissen, was für unser Land wichtig und was für unser Land richtig ist. Wir wollen nicht tatenlos dabei zuschauen, wie wir vielleicht die Melkkuh für Rom sind oder wie wir uns mit ein paar Almosen abspeisen lassen, nur damit die Füße stillgehalten werden. Für einen Staat, der für Südtirol nichts anderes als Geringschätzung übrig hat. Und das beste Beispiel ist die jüngste Briefmarke zu Ehren unter Anführungszeichen des faschistischen Unterrichtsministers Giovanni Gentile. Giovanni Gentile war nicht irgendein Minister. Es ist schon problematisch genug, dass in einer Demokratie ein Staat einem Minister aus der Faschistenzeit eine Briefmarke widmet. Man stelle sich vor, so etwas würde in Österreich oder Deutschland passieren. Da würde zu Recht ein Aufschrei der Entrüstung durch ganz Europa gehen. Aber dieser Herr Gentile war dafür verantwortlich, als Unterrichtsminister, dass in Südtirol die deutsche Schule verboten wurde. Dass das Grundrecht auf eine muttersprachliche Ausbildung in unserem Land verboten wurde. Und wo bleiben die Proteste? Wo bleibt der internationale Aufschrei? Wo bleibt das Wort des Landeshauptmannes, der sagt, das geht so nicht? Schweigen im Walde. Und genau das ist das Problem. Und das sehen wir in ganz vielen Bereichen. Genau das ist das autonomiepolitische Versagen. Landeshauptmann Kompatscher redet jetzt von einer Wiederherstellung der Autonomie und lässt sich den größten Feind der Autonomie an den Verhandlungstisch sitzen. Der gute Herr Ozi hat jahrzehntelang im Südtiroler Landtag gegen die Rechte der Südtiroler gearbeitet. Diese Partei fordert eine Aufhebung des Proporzes, fordert eine Aufhebung der Ansässigkeitsklausel bei Wahlen und seine Partei hat sogar einmal gefordert, dass die Südtiroler im Umgang mit Behördenvertretern, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, zur Verwendung der italienischen Sprache verpflichtet werden sollen. Und jener Mann soll jetzt über unsere Rechte verhandeln. Diese Leute sollen jetzt darüber entscheiden, wie unsere Autonomie in Zukunft ausgestaltet werden soll. Da braucht man sich nicht wundern, wenn mit dieser Autonomie nichts mehr weitergeht. Und deswegen ist es so wichtig, dass es eine Südtiroler Freiheit gibt, die genau auf diese Missstände hinweist. Nicht um zu kritisieren, sondern um aufzuzeigen, was falsch läuft und aufzuzeigen, wo unsere Zukunft liegt, nicht bei Italien, sondern in einer freien und unabhängigen Zukunft. Und ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die doppelte Staatsbürgerschaft. Weil die doppelte Staatsbürgerschaft ist nicht bloß ein Symbol. Die doppelte Staatsbürgerschaft ist ein Recht. Ein Recht von uns Südtirolern, die Verbindung zu unserem Vaterland Österreich und zu unserer Heimat Tirol wiederherzustellen. Dieses Anliegen wird nicht umsonst von unseren Gegnern massiv bekämpft. Warum? Weil sie ganz genau wissen, dass mit der Frage der doppelten Staatsbürgerschaft auch die Frage der Zukunft Südtirols verbunden ist. Weil sie wissen, dass mit der doppelten Staatsbürgerschaft die Identität Südtirols verbunden ist.
Und deswegen werden wir uns dafür einsetzen, dass die doppelte Staatsbürgerschaft kommt, und deswegen werden wir uns von diesem Weg auch nicht abbringen lassen. Die Vorbereitungen sind alle getroffen. Wir haben wissenschaftliche Tagungen organisiert. Wir haben aufgezeigt, wie Minderheiten auf der ganzen Welt doppelte Staatsbürgerschaften umsetzen. Und wir haben sogar einen fix und fertigen Gesetzentwurf bereits ausformuliert. Und diesen Gesetzentwurf werden wir gemeinsam mit unseren Partnern der FPÖ auch umsetzen. Vielleicht noch nicht heute, vielleicht noch nicht morgen, aber spätestens übermorgen. Weil wir dieses Ziel nie aus den Augen verlieren. Und ich verspreche euch, dass wir so lange weiterarbeiten werden, bis jeder Südtiroler, der es möchte, wieder einen österreichischen Pass in den Händen halten wird. Wenn wir über die Zukunft Südtirols reden, müssen wir aber auch die derzeitige Situation betrachten. Die Realität in Südtirol ist inzwischen die, dass wir eine katastrophale Sicherheitssituation in Südtirol haben. Die Ausländerkriminalität nimmt in unserem Land jeden Tag zu. Es vergeht kaum ein Tag mehr, an dem man nicht irgendeine Zeitung aufschlagen kann und wieder lesen muss, dass dort ein Überfall stattgefunden hat, dass dort ein Raub stattgefunden hat, dass dort wieder jemand niedergestochen wurde. Und die Täter sind in der Regel nicht die Maria aus dem Finchgau oder der Franz aus dem Sarntal, sondern kriminelle Ausländer, die in unserem Sozialsystem sich sehr wohlfühlen und durchfüttern lassen, aber nicht bereit sein, unsere Kultur, unsere Werte und unsere Gesetze anzuerkennen. Und immer wieder versucht man, genau diese Problematik kleinzureden. Wir erleben das im Landtag immer wieder, indem man dann sagt, das ist nur ein eingebildetes Problem oder das sind nur Randerscheinungen oder das sind nur rechtsradikale und ausländerfeindliche Äußerungen. Aber genau das sind sie eben nicht. Die Bürger in unserem Land spüren jeden Tag diese Problematik. Wenn ältere Menschen am helllichten Tag ausgeraubt werden, wenn sich Frauen am Abend nicht mal alleine auf die Straße trauen können, wenn junge Menschen, und das schockiert mich jedes Mal wieder, wenn mir junge Menschen davon erzählen, am Abend erleben müssen, wie sie oder ihre Freunde beim Ausgehen niedergeschlagen und teilweise krankenhausreif geprügelt werden, dann ist das kein eingebildetes Problem, sondern dann ist das ein Zustand, den wir in unserem Land nicht länger akzeptieren dürfen. Und was macht die Landesregierung dagegen? Gar nichts. Eine Landesrätin Uli Meier, die jahrzehntelang genau auf diese Problematik hingewiesen hat, erzählt uns heute, dass sie da nichts machen kann, weil sie jetzt Teil in der Regierung ist. Schaut so verantwortungsvoller Umgang mit den Wählern aus. Man wurde gewählt für ein politisches Programm und nicht dafür, dass man sich an den Koalitionstisch setzt und dort dann nicht mal mehr den kleinen Finger in die Höhe hebt. Es ist an der Zeit, dass es in Südtirol eine Veränderung gibt. Eine Veränderung auch im Hinblick auf die Tatsache, dass sich viele Menschen in unserem Land das Leben nicht mehr leisten können. Eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus ist für viele Menschen in unserem Land zum unleistbaren Luxus geworden, obwohl sie fleißig arbeiten gehen. Wenn ältere Menschen zu uns im Büro kommen und sagen, dass sie am 25. des Monats keine Rente mehr zur Verfügung haben, dann läuft doch etwas verkehrt in unserem Land. Aber für andere offensichtlich genügend Geld zur Verfügung da ist. Oder man in Pustertal doppelstöckige Kreisverkehre bauen kann. Aber für die Rentner, die dieses Land aufgebaut haben, kein müder Cent mehr zur Verfügung steht, dann läuft etwas verkehrt. Und genau deswegen braucht es eine andere Politik in Südtirol. Braucht es eine Regierung und vor allem einen Landeshauptmann, der wieder Verantwortung für dieses Land übernimmt. Verantwortung für das eigene Volk, und nicht Verantwortung für andere oder für eine Regierung in Rom, dem er versucht, bei jeder Gelegenheit schön zu reden. Wir können und dürfen nicht tatenlos dabei zusehen, wie unser Land den Bach hinuntergeht. Wir sind es unseren Familien, unseren Kindern und unserer Zukunft schuldig, dass wir uns für die Sicherheit in diesem Land, für ein leistbares Leben in diesem Land und für eine lebenswerte Heimat einsetzen. Dazu zählt nicht nur, dass man sich das Leben in diesem Land auch noch leisten kann, sondern dazu zählt natürlich auch eine lebenswerte Heimat, die nicht zu betoniert wird und die nicht Spekulanten preisgegeben wird.
Die Südtiroler Volkspartei hat es zugelassen, dass ausländische Spekulanten unsere Dörfer und Städte aufkaufen und damit die Preise in die Höhe treiben, bis zu einem Punkt, wo die Einheimischen und vor allem die Jungen das Land verlassen müssen. Junge Studenten kehren scharenweise nicht mehr nach Südtirol zurück, weil sie in diesem Land keine Zukunft mehr für sich sehen. Und das allein ist Grund genug, um zu sagen, so darf es nicht weitergehen. Und so wird es auch nicht weitergehen. Denn bei den letzten Wahlen wurde die Südtiroler Freiheit massiv gestärkt, weil wir genau auf all diese Probleme hinweisen, weil wir hinschauen und weil wir auch Lösungen anbieten, wie wir es anders machen wollen, wie wir Dinge ändern können und wie wir Dinge besser machen können. Wir reden nicht nur, wir handeln, wir kämpfen, wir versuchen jeden Tag Südtirol in eine bessere Richtung zu entwickeln, weil wir uns bewusst sind, dass wir es nicht nur unseren Bürgern, sondern auch unserer Zukunft schuldig sind, für dieses Land das Beste zu leisten, für dieses Land alles herauszuholen, was notwendig ist, damit sich Südtirol in eine andere Richtung entwickelt. Liebe Freunde, ihr seht, die Arbeit geht uns bestimmt nicht aus. Es gibt sehr, sehr viel zu tun. Und darum ist es wichtig, nicht nur die Probleme zu erkennen, sondern auch nach vorne zu schauen, um zu sehen, wie man Dinge anders machen kann. Die Südtiroler Freiheit hat bei den Landtagswahlen im letzten Jahr einen grandiosen Erfolg verzeichnen können. Das war der erste Schritt. Der nächste Schritt steht uns im nächsten Jahr bevor. Bei den Gemeinderatswahlen wollen wir versuchen, in so vielen Gemeinden als möglich, mit so vielen Kandidaten als möglich, eigenständig anzutreten, damit wir in den Gemeinden vor Ort nicht für uns, sondern für euch vertreten sind, für jeden Einzelnen von uns, damit wir dort Politik machen können, wo ihr wohnt, wo eure Kinder zur Schule gehen, wo ihr arbeitet. Denn die Südtiroler Volkspartei hat nicht nur auf Landesebene, sondern auch auf Gemeindeebene inzwischen jeden Kontakt zu der Bevölkerung verloren. Wir hören euch zu. Wir sind jede Woche draußen, bei Stammtischen, bei Infoveranstaltungen und wir merken, wie sehr die Politik in Südtirol sich von den Bürgern entfremdet hat. Und wie sehr sich die Bevölkerung wünscht, dass sich die Politik in diesem Land wirklich um die wahren Probleme der Bürger kümmert. Sich wieder darum kümmert, dass es sich den Menschen in diesem Land besser geht, dass man mit dem Einkommen ein Auskommen hat, dass man sich am Abend wieder auf die Straße trauen kann, dass die Jugend wieder eine Zukunft hat. Und genau deswegen braucht es bei den nächsten Gemeinderatswahlen eine starke Südtiroler Freiheit, die genau diese Politik in den Gemeinden umsetzt, die unsere Bevölkerung und die unser Land braucht. Um dieser verkrusteten und nicht mehr reformfähigen Politik der Südtiroler Volkspartei etwas entgegenzusetzen. Ein junges, ein dynamisches Südtirol, motivierte Mitarbeiter, motivierte Kandidaten, die bereit sind, nicht zu kandidieren, weil sie für sich selber etwas erreichen wollen, sondern die kandidieren, weil sie wissen, sie wollen für dieses Land einen Beitrag leisten. Sie wollen in diesem Land etwas zum Besseren machen. Und liebe Freunde, dieser Weg, den wir vor uns haben, der wird bestimmt nicht einfach werden. Die Südtiroler Volkspartei wird sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln wehren. Sie werden uns bekämpfen, sie werden uns diffamieren, sie werden probieren, uns kleinzureden, sie werden versuchen, wie sie es heute schon machen, zu behaupten, dass unsere Vorschläge nicht realistisch seien, dass man sie nicht umsetzen könne, dass sie nicht radikal sind, dass sie viel zu radikal sind. Aber letzten Endes wird der Wähler entscheiden, was Realität ist. Der Wähler wird sich in der Wahlkabine entscheiden, welche Zukunft er für Südtirol will. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Weg unbeirrt weitergehen, weil wir wissen, dass dieser Weg der richtige ist und weil wir wissen, dass nur derjenige das Ziel erreichen wird, der das Ziel nie aus den Augen verliert und auch wenn der Weg einmal steinig wird oder steiler wird oder schmäler wird, diesen Weg trotzdem weitergeht, weil er weiß, dass es sich auszahlt, weil man eine Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern eine Verantwortung für das Land hat. Die Südtiroler Freiheit ist nicht gekommen, um nur zuzuschauen. Die Südtiroler Freiheit ist auch nicht gekommen, um nur zu kritisieren oder vielleicht ab und an einmal einen Verbesserungsvorschlag zu machen. Die Südtiroler Freiheit ist gekommen, um zu gestalten, um zu verändern, um zu verbessern. Für ein Südtirol, das wieder stolz auf sich sein kann. Für ein Südtirol, das selbst entscheiden kann. Für ein Südtirol, das frei ist und sich nicht länger von Rom vorsagen lassen muss, wie wir unsere Entscheidungen zu treffen haben. Für ein Südtirol, das wieder selbstbestimmt ist. Liebe Freunde, wir stehen vor großen Herausforderungen. Und diese Herausforderungen, bei denen geht es um nicht weniger als um die Zukunft unseres Landes. Wir haben schon viel erreicht
und wir können noch viel erreichen. Aber wir können nur dann etwas erreichen, wenn wir dieses Ziel gemeinsam umsetzen. Und das unterscheidet uns eben, dass wir nicht Einzelkämpfer sind, sondern wir stehen gemeinsam für eine Sache ein und wir werden gemeinsam für dieses Ziel kämpfen. Die Zeit hat sich geändert. Heute entscheidet nicht mehr eine Zeitung, wer Politik in diesem Land machen darf oder nicht. Heute entscheidet nicht mehr ein Politiker, wer gehört werden darf und wer nicht. Heute haben wir eine selbstbestimmte Bevölkerung, die sich selber informiert und nicht mehr alles glaubt, was ihr vorgekaut wird, sondern sich selber informiert. Und wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, mit den sozialen Medien unsere Botschaften auch unters Volk zu bringen. Aber die wichtigsten Botschafter seid immer noch ihr, unsere Mitglieder. Jeder von euch draußen in den Gemeinden, bei euren Familien, bei euren Freunden, bei der Arbeit, in euren Vereinen, im Umfeld. Jeder von euch kann Werbung für unsere Anliegen für die Südtiroler Freiheit machen. Und deswegen ist die Zeit aufgekommen und die Zeit vielleicht auch manches Mal zu überdenken, ob man jetzt daheim sitzt und sich überlegt, lass mal andere Politik für uns machen, oder ist die Zeit gekommen aufzustehen, selber die Zukunft in die Hand zu nehmen und sich bewusst zu sein, dass man Verantwortung trägt. Verantwortung für sich selbst, Verantwortung für die Zukunft und Verantwortung für die Heimat. Und deswegen ist unser großer Aufruf an euch, macht mit. Arbeitet aktiv mit bei der Südtiroler Freiheit und lasst uns gemeinsam kämpfen für ein starkes, für ein freies und für ein selbstbestimmtes Südtirol. Denn die Zukunft gehört eben nicht jenen, die daheim auf der Couch sitzen, sondern die Zukunft gehört jenen, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und die Zeit der Südtiroler Freiheit, das haben wir bei den Landtagswahlen gesehen, die Zeit der Südtiroler Freiheit, die ist jetzt gekommen. Und diese Zeit werden wir gemeinsam mit euch nutzen, um das Beste für unser Land herauszuholen. Gemeinsam werden wir dieses Land verändern und wieder stark machen. Gemeinsam werden wir unsere Heimat Stück für Stück zurückholen. Und gemeinsam werden wir Südtirol wieder frei machen. Es lebe Tirol! Applaus